Ja, er lauft weg. Diese Hühner sind scheiße, die sind gefährlich. Was geht bei den beiden? Er wird aber der Tutor jetzt ermordet? Der andere ist ermordet? Oder keine Ahnung. Oder wie werden des Mordes beschuldigt? Was ist gestern Nacht passiert? Ach, die Wirkung des Gebräus hält noch an. Judah, bist du hier? Judas Leibwächter mit einem Messer getötet. Oh, wir werden gesucht da draußen. Seite aus Tudors Tagebuch. Ich werde alter Mann. Das war... Oh Gott, sind wir besoffen. Das war eine ziemliche Überraschung, da ich mein weiteres Leben eigentlich unserem Herrn Christus widmen wollte. Die Väter sagten, dass obgleich mein Herz am geistlichen Gewand hier in Winzeklamm hängt, der Herr mich andersorts brauche. Ketzerei, Teufelsanbetung und Genusssucht breiten sich in Gloucester aus wie die Heuschreckenplage. Ich werde ihr neuer Hirte sein und sie von Joch des Teufels befreien, um das gute Volk wieder an seine Seite zu geleiten. Ich hoffe nur, dass meine Schafe auch willens sein werden. Wo sind wir denn überhaupt? Wir sind da oben. Hier war da noch was. Diese Vase wurde zerbrochen. Ist voller Blut. Man sie als Waffe benutzt. Blut. Könnte Judas sein, wenn er das schwere Ding war, das hier langgezogen wurde. Fußspuren. Hier hat sich jemand versteckt. Judas, was geht hier vor? Öffne die Tür! Komm sofort raus! Quillams Beutel. Ich frage mich, ob noch was von seinem stärkeren Zeug übrig ist. Aber warum ist er hier? Ich nehme ihn besser mit. Gut. Was bedeutet das also? Die Mörder versteckten sich hier und lauerten, während wir uns draußen näherten. Sie sprangen aus dem Schiff, um die Leibwächter zu töten und Judah außer Gefecht zu setzen. Dann zogen sie ihn fort. Damit wäre alles erklärt. Außer Gwilyms Kräuterbeutel. Ich bin immer noch aus dem Gleichgewicht von Gwilyms Zeug. Vielleicht weiß Mutter Modron, woraus es besteht. Da ist sie! Was soll das bedeuten? Blut tränkt unseren Boden und deine Waffe ist auch voll davon. Kenon, bitte. Hier ging mehr vor sich, als du siehst. Gewähre mir das Recht, meine Unschuld zu erklären. Ich hätte Judas Bedenken, ob heidnischer Gäste Gehör schenken sollen. Und nun hat er mit seinem Leben bezahlt. Ohne Tudor hat Gloucester keinen alter Mann. Auge um Auge. Dein Ravenclan verliert seine Anführerin. Ergreift die Mörderin! Ich zieh lieber die Kapuze auf. Komm her. Meine Hände sind voll mit altem Blut des neuen Königs. Ich sollte besser nicht auffallen. Was siehst du? Okay, ich muss mal da geradeaus. Okay.
bestimmt der Kampfmensch da. Brücke, ich sehe es gar nicht. Armer Junge. Ich kam gleich, als ich es hörte. Judah ist verschwunden. Ermordet von diesen Dänen, die zu Besuch sind. Es stimmt, was man sagt. Alle seelenlose Meuchelmörder. Naja, wie sie. Komm. Nein. Och, ich dachte, wir können die fette Katze streicheln. Oh, ich kann wieder rennen. Oh, 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 okay. Dahinter, ich war schon richtig. Entschuldigung. Da ist Modron, da vorne. Sei gegrüßt. Mutter, die Freundin von dem mit dem zerhackten Bein. Die bin ich. So ist es. Ich bin überrascht, dich zu sehen. Ist alles in Ordnung? Ich habe es versaut. Erkennst du den Inhalt dieses Beutels? Das ist recht ungewöhnlich. Es gibt einen Druiden, der dies als Einschlafhilfe mischt. Ein Mönch namens Gwilym schüttete gestern etwas davon in meinen Trunk. Die Wirkung war mächtig. Durchsucht die Häuser! Sie kann nicht weit sein! Verfluchte Christussöhne, was wollen Sie jetzt? Sie machen es uns unmöglich, hier zu leben. Mutter, wenn die Fremde mehr von den Kräutern will, kann sie doch mit dem Druiden Harwin sprechen. Ja, Harwins Hütte ist an einem See, wo sich der Fluss Cherwell und die große Use treffen. Aber er ist ein komischer Kauz. Er spricht nur selten mit Sterblichen. Ihm sind Geister lieber. Nun, ich habe etwas in Rollendreh zu erledigen. Suche mich später dort auf. Okay, wo muss man jetzt hin? Hey, Party. Okay, da komme ich hin. Haben wir diesen Mantel, ich muss gerade gucken, haben wir diesen Mantel jetzt eigentlich geschenkt bekommen? Oder ist der jetzt wirklich noch questrelevant? Der ist noch questrelevant, ne? So richtig können die aber auch nicht, oder? So. Ich
Haufen Schlüssel. Okay. Hey! Du hast ihn getötet! Stirb! Kann doch bestimmt so ein Fluchding sein, oder? Blicke das Land, Freundin. Das muss das Haus des Druiden sein. Diese Lande sind von Strohmännern bevölkert. Ganz wie Modron sagte, vielleicht sollte ich mich verkleiden. O Geist, endlich bist du gekommen! Vor Tagen schon kündete eine Wolke von deiner Ankunft mit Regen, der nach Sonne duftete. Doch welche Art Wesen bist du unter Pferd und Knochen? Aus dem Reich der Feen vielleicht? Ich weiß, du darfst es nicht sagen. Ich dränge nicht weiter. Was du auch sein magst, nun, da du hier bist, kann das Ritual beginnen. Doch die Strohmänner müssen dich mit Funken ankündigen. Entzünde den Himmel, um neu zu beginnen, hier am Totenbett der Jahreszeit. Bis dahin erwarte ich dich lobpreisend da unten im Tal. Was willst du jetzt machen? Strohpuppen anzünden. Halwyn sagte, dass die beiden Männer mich mit Funken ankündigen müssen. Vielleicht sollte ich sie anzünden. Ein Weidenmannspecht. Lass sie gemeinsam reden. Ja, ein zweiter stimmt. Ja, ein zweiter stimmt ein. So, wo haben wir denn? Da oben ist noch einer. Nee, ich seh nix. Ein weiterer! Da haben wir noch einen. Möge es ein wildes Kreischen werden! Noch einer! Noch einer! Noch einer? Dieser Dolch liegt falsch herum. Ritualdolch. Aufrechte Klinge, entfessle, was war. Ringsherum wird ein Kreis offenbar. Um im Kreis, wenn ganz früh der Morgentau rinnt, kommt der Tod zu dem Alten, das Neue beginnt. Ein Strick zum Erhängen, ein Messer und das Fläschchen riecht nach Gift. Drei Arten zu töten. Dreifacher Tod. Es stirbt Herrscher und Volk am dreifachen Tod. Der Galgenstrick bringt Atemnot. Er wirft dich zu Boden des Meeres Mut. Trink aus dem Brunnen und du musst es Blut. Also wenn der nicht plant, jemanden umzubringen, dann weiß ich auch nicht. So, da kann ich nicht hier. Ah, okay, das ist alles unten. Ah, okay. Zwei Schöpflöffel aus einem Zweig. Die Rillen passen zueinander. Doppellöffel. Die Sonne geht unter, der Mond schwebt frei. Zwei wird eins und eins wird zwei. Der Tag bricht an, voll Arbeit und Mühe. Der Abend kommt, so teilen sich die Brunnen. So, dann haben wir noch ein was da draußen. Da oben ist noch was. Oh, ein fetter Fisch. Da hinten. Boah.
Abbild einer Frau, Habren, beobachtet mich vom Wasser her. Der lange Fluss fließt wie ihr rotlockiges Haar. Sie spielt hier am Ufer, das Wasser ist klar und droht einer Jungfrau im Umland Gefahr, schenkt Haberin ihre Liebe. Alle gibt's hier noch Fische. Sehr kleine Seeforellen, ich bräuchte nämlich immer noch fünf. Wo sind es aber noch so? Ist ja auch noch eine blöde Schrotpuppe, Paulina. Dieses Zeichen habe ich schon auf Schilden und Grabsteinen gesehen. Endloser Knoten. Des Zaubers wogen selbst. Was? Des Zaubers wegen selbst die Fäden du zu spannen. Wenn er hat die Macht des Bösen zu bannen, so eng verwoben wie ein Siegel verhüllt, so umfasst es, so umfasst uns der Kreis aus schützendem Schild. Hat er für. Der hat vor irgendwas Angst. Ah, da ist die Puppe, okay. Letzte Puppe habe ich gefunden. Den Dolch haben wir. Ne, da ist noch mehr außen. Warte mal. Lesen. Ihre Münder stehen offen, als hätten sie Geheimnisse herausgeschrien. Künde mir, Freund, von dem Bund, der nie bricht. Künde mir, Freund, von der Reise ins Licht. Sprich doch zu mir, ist alles, was zählt, spricht zu mir, auch wenn die Zunge dir fehlt. Ha, der ist ein ganz schöner Poet, der Gute. So. Oh. Sie brüllen, hörst du sie? Ein Meer aus Feuerstimmen. Mit Elbor spricht er vielleicht nicht, aber möglicherweise... Mit dem. Das sollte der letzte sein. Zurück zum Druiden. Sprich zu mir, o Wind! Ich bin gekommen, dir eine Frage zu stellen. Etwas an deinem Verhalten und deiner körperlichen Form lässt mich zweifeln. Bist du wahrlich ein Geist des Lichts? Ich bin ein Geist wie jeder andere. Dann beweise es. Du musst die tiefen Geheimnisse der Anderwelt kennen, bevor ich dir helfen kann. Nenn mir die richtige Verwendung von Zaubern. Wie du willst. Sprich deine Rätsel. Welcher Zauber vereint Seelen? Der Doppellöffel, ne? Der Zauber des Doppellöffels. Ja, so kann ein vermähltes Paar gemeinsam Brühe speisen. Mann und Frau sind aus Erde, aus Wasser und Wind. Welcher Zauber lässt die Erde verklumpen, das Wasser vertrocknen? Und hält den Wind an. Der dreifache Tod hält den Lebenswind an, bringt einen Körper zurück zur Erde und vergiftet das Wasser. Der dreifache Tod ist der Zauber. Welcher Zauber schützt vor bösen Geistern? Der endlose Knoten wehrt übel ab. Ein wahrlich sicherer Knoten. Nur Wesen des Lichts brauchen ihn nicht fürchten. Du bist ein Geist des Lichts. Gepriesen sei Mabon. Hättest du gern etwas Brot und Sahne? Nein, nur die Antwort auf eine Frage. Dieser Kräuterbeutel kam in den Händen eines Fremden nach Gloucester. Kennst du ihn? Ja, etwas, um ihm Schlaf zu bringen. Ich füllte jenen Beutel und bei einem Löwenzahnwein sprach er selig von seiner Heimat. Kut-Ladron. Kut-Ladron? Wohlan. Ich danke dir, Halwyn. Doch nun habe ich andere an diesem Erntemond zu besuchen. Geh hin mit dem Wind und den Blättern, gute Freundin der Hügel. Kut-Ladron. Komischer Name. Modron müsste bei den Steinen in der Nähe auf mich warten. Ja. So, Hinweise und Rätsel. Gar nicht so weit. Stunde König. Aber das machen wir nicht mehr heute. Heute. Heute ist nämlich leider nur ein kurzes Stream. So. Genau. So. Dann haben wir das. Nee, dann mache ich nämlich heute mal etwas eher Schluss. Dann machen wir dann beim nächsten Mal weiter. Müssten jetzt, glaube ich, zweites Kapitel sein, oder? Quest? Zweites Kapitel oder drittes Kapitel? Drittes Kapitel dann schon. Also, ich meine,
Das ging jetzt zwar nicht lange, ich schätze mal noch eine Stunde, anderthalb werden wir dran sitzen. Vielleicht streame ich morgen, weil Montag werde ich nicht streamen. Muss mal schauen, aber ansonsten dann Dienstag, wenn alles nichts dazwischen kommt, wenn alles klappt. Und dann würde ich sagen, dann machen wir dann weiter. Genau, also YouTube, danke fürs Zuschauen. Und auf Twitch sage ich jetzt gleich noch Schluss. Mich sühnen. Wir müssen noch, ich will mal Motor sagen, Motron finden. Da ist sie. Da vorne sehe ich Modron. Geht es eigentlich? Ich spiele es aber recht laut. Guten Tag. Modron, sei gegrüßt. Wachen, rettet mich. Eine mordende Dänin ist gekommen, mir den Kopf abzuschlagen. Du hättest mir dein Leid schon früher klagen sollen. Wir sind beide mit Brigitte befreundet und ich weiß, du tätest nichts, das deine Freunde gefährdet. Die Nacht war voll freudiger Trinkgelage. Ich erinnere mich an wenig, doch hatte ich keinen Streit mit Judah. Erdauerlich. Was könntest du von Harwin erfahren? So ein Ordensmitglied, er gab einem Mann aus Kutladron Kräuter. Sein Name ist Gwilym. Judah und ich tranken mit ihm. Kutladron ist der welsche Name eines Diebesnests. Es liegt westlich von hier auf einem Hügel. Ich kann dich hinführen. Ich schulde dir viel für deine Hilfe. Du hättest mir nicht trauen müssen. Judas Schicksal betrifft auch mich. Diese Entwicklung ist beunruhigend und ich hoffe, ihr auf den Grund zu gehen. Dann beeilen wir uns. Ich muss Gwilym finden und meine Ehre retten. Ach so. Dieser Wald und Glowercaster allgemein fühlen sich ungezähmt an. Als wäre ich durch ein Tor in eine andere Welt geritten. Ja, hier gibt es alte Magie. Alte Magie, welche Tudor und seine Kirche gerne auslöschen würden. Tudor sprach von einer Neuordnung. Glaubst du, deswegen wurde er zum Ziel? Es gibt viele, die sich an die Spitze kämpfen würden. Tudors Verschwinden könnte jedermanns Werk sein. Doch du bist eine Seherin mit Zugang zur Weisheit der Götter. Hast du denn nichts gesehen? Ich sehe viel Rauch. Gibt es unter den Dänen Widersacher, die es auf der Durchreise getan haben könnten? Wenn dem so wäre, hätten wir inzwischen ihre Hörner gehört. Wir sind kein bescheidenes Volk. Worte wie Äxte, hart und ehrlich. Erzähl noch ein bisschen was, Mädchen. Das können wir die aber erkennen, ne? Ne, kann ich nicht aufmachen. Aber ich sag, das ist eine von denen. Definitiv, also... Die Welt, wo rennen wir denn hin? Das müsste das sein, ne? Diebesnest. Kutladron, das Diebesnest. Hier verlasse ich dich nun. Findest du einen sicheren Platz? In der Nähe ist ein Schrein. Wenn du mich brauchst, findest du mich dort. Mögen die alten und neuen Götter mit dir sein. Hä? Gute Frau, ich dachte, sie rennt zum Schwein, sage ich schon. Schrein. Also, da geht's nicht so weit. Okay. Ach, die rennt jetzt bestimmt zu dem Schnellreisepunkt, oder? Warum kann Hati schon wieder der Straße nicht folgen? Es geht doch nur geradeaus. Hoffe ich. Ja. Überblicke das Land, Freundin. Sogar schon, was habe ich denn da geholt? Verstehe ich keinen. Ach nee, da habe ich Ordensmitglied-Hinweis geholt. Jetzt hat. Und hab dabei, glaube ich, noch einen Schatz geplündert, wenn ich einmal schon dabei bin. Die werden sofort angreifen.
Schon ein bisschen die Fähigkeit aus Odyssey, dass die Leute verschwinden. Komm. Habe ich von einer Tochter der Lingue gelernt. Sie war gesegnet in den Heilkünsten. Das sollte den Schmerz lindern. Danke. Das ist Tudors Stimme. Er lebt also. Dort wird sich Gwillem verstecken. Warten der jetzt? Ah, jetzt ist er wieder weg. Warten der? Aber auch alles um mich rum. Komm mal her, mein Freund. Dann. Manchmal. So. Hello. Heißt mein Vogel, so. Ich glaube, Ebos wird schlecht gelaunt. Oh, was? Ah, jetzt funktioniert es. Okay, Liv. Geschafft, ich hab mich erschrocken. Hallöchen, hallo Johnny, hallo Liv. Alter, mit so einem Kampf, ich hab mich jetzt so erschrocken. Na, ihr zwei, ich hoffe, es geht euch gut. Ah, Gott, wo bin ich denn? Wo ist denn jetzt hier noch einer da? Kommst du mal rein, junger Freund. So, orange Schlüssel. Oh. So, hab ich jetzt alle? Nur hab noch einer rum. Da läuft einer rum. Ich mach den scheiß Schlüssel. Okay, den haben wir. Krieg ich den Schlüssel? Ja, alles gut. Ja, bei mir ist auch alles super. Ja. Oh. Ja. Hoch mit dir, Frau. Kann die da ranspringen? Nee. Doch. Die war da, ne? Ja. Bäh.
Wo war jetzt die Kiste nochmal? Oh, auch da drin. Nein, nicht da drin. Ach, da drüben. Oder? Komm ich da rein? Ja. Nein, komm. Eivor? Okay. Komm schnell zu der doofen Kiste. Wieder irgendwas aufschießen. Dann machen wir eben das. So. Den kleinen Säckel da oder was? Oh, dieses Blut. Okay, Schatz verhalten. Jetzt hier dann noch was, nur noch die kleine Kiste und dann können wir uns dem Typen da zuwenden, dem Judy. Oh, Scheiße. Damit hast du recht. Eivor, du lebst. Hab Mitleid. Ich befolgte nur Befehle von Alderman Cannon. Er gab uns Geld, um Tudor loszuwerden. Dann sollte er es zurückverlangen. Schöne Auftragsmörder seid ihr. Könnt nicht mal einen Mann töten. Du hast dir einen schlechten Sündenbock gewählt, Gwillem. Und wir dachten, wir lassen den Jungen leben und pressen mehr aus Cannon heraus, um sein Geheimnis zu wahren. Warum sollte Tudor sterben? Ein toter Mann kann nicht bezahlen. Warum sollte Cannon zahlen, damit Tudor getötet wird? Er ist sein Nachfolger. Die Hintergründe sind uns egal. Je weniger wir wissen, desto besser. Ihr wolltet ihn erpressen, aber wisst nicht mal weswegen? Ihr seid ja so unfähig. Wir wollten den Burschen nicht töten. Inzwischen haben wir ihn gern hier. Sag's ihr. Sag ihr, wie gut wir dich umsorgt haben. Cannon war das? Warum? Ich habe doch... Flupp. Oh Götter, ist er tot? Wach auf, wach auf! Sag der Dänin, dass ich dich wie ein Schwalbenküken aufgepäppelt habe. Weg da, Hohlkopf. Ja. Kurz AFK, mal schnell auf Jagd gehen. Ey, viel Erfolg. Doch, wir sind doch Freunde, oder? Wir haben zusammen getrunken. Weißt du noch die Hühner? Noch ein Wort und ich schneide dir die Zunge ab. Tudor wird einen Heiler brauchen. Die haben ihm Dung ins Gesicht geschmiert. Aber ich wurde schon von Schlimmeren entführt. Danke für deine Hilfe. Versuch dich nach deiner Flucht nicht ein drittes Mal entführen zu lassen. Danke, Fremde. Haben wir den schon so oft befreit? Ich weiß es das gar nicht. Weiß ich wahrlich zu schätzen. Als ich in diesem Dämonennest erwachte, fürchtete ich das Schlimmste.
Spar deine Kraft, Judah. Während es lang. Du hast ein gutes Herz. Kanon? Danke. Er befahl meinen Tod? Ich verstehe es nicht. Er war wie ein Vater für mich. Ich werde ihn selbst befragen. Ich war stur, wenn er davon sprach, dass die Heiden genauso wie wir seien und voll Güte nach den Gesetzen vieler Götter lebten. Ein Gesicht, viele Gesichter. Es spielt keine Rolle. Wir alle sind gesegnet, in seiner Herrlichkeit zu leben. Du scheinst nach dem Kratzer wie ausgewechselt. Ausgewechselt. Den Verband gewechselt. Dieser Ort wird gut bewacht. Ja, ja, ist inzwischen nicht mehr, ist ja keiner mehr übrig. Ist das der Schrein? Er fühlt sich heiß an und sein Geist kommt und geht, aber er lebt. Vielleicht eine Krankheit des Blutes. Schande, Schande. Er wurde von den Männern dort gefangen? Sie behaupten, Kenon hätte sie beauftragt. Kenon war das? Ich weiß nicht warum, nur dass er sie bezahlte, um sich Tudors zu entledigen. Du siehst, wie erfolgreich sie waren. Sie waren sich so ähnlich, der Junge und Kenon. Gottesfürchtige Christen, die mit mir über das Leben stritten. Aber er wurde weich. Menschen tun Böses, um ihre Macht zu behalten und ihre Haut zu retten. Vielleicht will er Tudor an seiner Stadt den Flammen übergeben. Verlangt der Brauch nicht den Anführer? Wenn er den Leichnam des Jungen zum Aldermann machen würde, wäre das Opfer rechtens. Dann ist er nicht sicher, bis ich mich um Kenon gekümmert habe. Kannst du ihn versorgen? Ich bin eine sehr gute Heilerin. Doch wenn die Götter ihn zu sich rufen, kann ich nichts tun. Eivor, was hast du mit Kenon vor? Töte ihn, ich stelle ihn bloß. Ich enthülle seine Schandtaten. Soll sein Volk entscheiden, ob er einen ehrbaren Tod verdient. Ja. Ich habe es jetzt jeden da entscheiden lassen. Namen, und doch würdest du ihn leben lassen? Schande um Schande. Wenn ich fertig bin, heißt ihn nicht mal sein Gott willkommen. Dein Entschluss steht also fest. Möge Rhiannon mit dir reiten. Ich danke dir, Modron. Und bitte, kümmere dich um Tudor. Ich muss Kenon erreichen, bevor das Fest endet. Hallo Santia, na du, alles gut bei dir? So, wo muss ich denn hin? Adi, lauf mal. Ja, es läuft. Oh je. So. Wo brenne ich denn jetzt eigentlich hin? Andere Frage. Ich da runter. Wir sind jetzt im vierten Teil der Quest, oder? Warte mal, ich muss ganz kurz gucken. Genau. Vielleicht sollte ich mich hier lieber vermummen. Ich
Ich trampel dich gleich nieder. So. Genau, rutscht mal aus dem Weg, aus dem Weg, aus dem Weg, aus dem Weg. Ich hab meinen. Die hat dann meinen Glückwunsch sendt hier für deine 50 Follower. Herzlichen Glückwunsch. Du wirst ja wahrscheinlich auch von Twitch eine Mail kriegen bezüglich Affiliate, oder? Aus. Find ich gut. Was muss sein? Wo muss ich denn hin? Wo muss ich denn hin? Da hin. Oh nein, ich muss anonym sein. Er ist nicht hier. Aber vielleicht hat ihn jemand. Ich muss Canon finden, bevor ich entdeckt werde. Eivor! Finally, Tiri de Khualid! Brigitte, schön, dich zu sehen. Eivor! What has become of Tevter? Did you faint your scarf? Ja, hab ich. Danke. Mach ich aber noch nicht. Dazu bin ich zu unregelmäßig on. Das ist ja eigentlich. Ja, gut. Aber das ist. Ja, eigentlich. Wie war es? Du fliegst dann, wenn du dich dazu entscheidest für das Programm, wenn du dann nach einem Zeitraum von 2 Jahren nicht einen Tag gestreamt hast, dann fliegst du automatisch raus oder du meldest dich halt ab. Ansonsten. Das ist ja eigentlich. Aber trotzdem nochmal. Herzlichen Glückwunsch! Wow, was mit deinen Haaren? Kurz geschworen. Wisst ihr noch das mit Sully, wo der die Kapuze abgesetzt hat? Bei mir ist das mit der Kapuze, da habe ich keine Haare. Ich habe Tudor gefunden. Ich habe Tudor gefunden. Er lebt und ist in Sicherheit. Ich muss mit Brigitte, ich habe ein verlassenes Vogelnest in den Dachbalken gefunden. Ich bringe es nach Hause zu Mutter. If you got it, then the Babans will do it all, and they got... Du bist es wieder, die Samhain-Schlechterin. Samhain-Schlechterin? Egal. Gwyneth. Ich suche Canon. Hast du ihn gesehen? Er ist mit den Festvorbereitungen beschäftigt und hat mich zu Brigitte geschickt. Willst du einen Zauber sehen, den ich geübt habe? Bringst du mich zu Canon, wenn ich ja sage? Nur ein Trick und dann zeige ich dir den Weg. Also zuerst musst du in diesen Beutel greifen. Kriegt man wahrscheinlich wieder alten, vergammelten Käse, oder? Und die Anzahl der Steine, die du hältst, ist 3. Ein wunderbarer Zauber, Gwen. Aber ich muss jetzt wirklich Canon finden. Komm, gehen wir ihn suchen. Bier? Ich muss Canon finden, bevor ich entdeckt werde. Am besten beginne ich beim Langhaus. Da sind die Kirchenfrauen.